So, hallo, herzlich willkommen heute in der Viehzucht. Heute machen wir ein Hemmis, also ein Beinbeugertraining zusammen. Ich habe heute einen sehr, sehr guten Tag. Ich habe 12 Stunden geschlafen, eine verschlafen sogar. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich richtig gut Dampf haben. Wir gucken uns auch danach mal die Form an, weil mein Gewicht ist jetzt bei 213 Pfund ungefähr. Ja, das heißt, wir sind noch mal ein bisschen runtergekommen. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über das Training, weil während dem Training wird nicht gelabert, da wird geballert. Ich denke, wir machen so 4, 5, 6, 7 Sätze Kreuzheben mit der Langhantel. Einmal richtig viel Gewicht und dann fängt das Bein-Bizeps-Training eigentlich erst richtig an. Machen wir 4 Sätze Beinbeuger, schön schwer, simpel, so immer zwischen 14 und 16 Wiederholungen. Pausenzeiten versuchen wir möglichst kurz zu halten, so zwischen 90 und 120 Sekunden. Danach gibt es einen Supersatz und zwar Hyper-Ass-Tension, also nicht Hyper-Extension, sondern Hyper-Ass-Tension. Da geht es nur um den Gluteusmuskel im Supersatz mit den Adduktoren, also die Beininnenseite. Danach machen wir Sumo-Squats, noch 3-4 gute Sätze. Dann ist das Beinbeuger-Training an sich zu Ende. Durch die Sumo-Squats haben wir noch ein bisschen Quadrizeps dabei. Ich trainiere mit meinem Vater und coolerweise ist mein Bruder heute dabei. Seine Freundin ist dabei und Timo und Eugen sind dabei. Das heißt, die Viehzucht ist heute Full House. Wir fangen jetzt an mit dem Training. Jetzt kommt noch eine kleine Werbeeinblendung. Rice Cream, wisst ihr Bescheid, 3, 2, 1. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute. Every track, an addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Boy, I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I can drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable.
Komm, zwei Stück gehen noch, zwei Stück gehen noch. Schneid ihn raus. Um den Satz geht's. Schön sauber, sauber. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? So, Beinburger-Training wäre beendet. Ein erstaunlich gutes Training. Ich habe heute 260 Kilo, ich glaube, auf 9 oder 10 Wiederholungen gezogen. Das ist, ich glaube, sogar Rekord. Und wir sprechen hier von 4 Wochen zum Wettkampf. Schon eine geile Nummer. Das restliche Training war gut wie gewohnt. Gibt es gar nichts zu meckern. Ich habe es ja gesehen. Wir gucken jetzt nochmal die Form an. Da bin ich jetzt mal gespannt, was sie sagt. Ich gehe jetzt mal kurz Pipi machen, die Blase leeren, dass es auch schick aussieht alles. Und dann treffen wir uns beim Post-Workout-Shake. Da wird noch ein bisschen was gelabert. Aber ansonsten war es mit dem Training heute. Und jetzt gucken wir mal die Form an. Kunstläufer, die machen das auch so. Die stehen auch so da vorne und machen das genauso. Achso, die heben nicht die Füße ab vom Boden. Doch. Also, alten Langläufer nicht. Weil ja, das sieht doch aus, als würdest du da die Füße auch abheben. Langläufer nicht, sondern immer auf dem Boden. Okay, ihr habt echt mit euren Schulensport ab. Also, wollen wir das Ding drüber nehmen oder nicht? Also, ich fände das Ding so hässlich. Deswegen haben wir es rübergestellt. Alle meine Meinung. Deswegen haben wir es nicht rübergestellt. Okay, dann nehme ich alles zurück. Tut mir leid für die Zeitverschwendung.